Willkommen aus München mit dem brandneuen Nokia Lumia 625 Smartphone, was heute vorgestellt wurde mit einem schönen 4,7 Zoll Display. Das größte Display, glaube ich, was bis jetzt Nokia in einem Smartphone der Lumia-Serie verwendet hat. Trotzdem wird es nicht in die Premium-Klasse gehören. Dadurch, dass es 625 heißt, sind wir eher im Low-Budget-Segment. Heißt, wir haben kein NFC drin, kein Wireless-Charging, aber flippige Farben. Wir sehen, könnt hier zum Beispiel grün. Womit es in Deutschland allerdings zuerst auf den Markt kommen wird, ist weiß, orange und schwarz. Später kommen natürlich noch andere Farben dazu, wie zum Beispiel das übliche Gelb, was ihr von Nokia zum Beispiel könnt und wir sehen könnt. Wir können auch die Cover hier wechseln, also ihr könnt euch das in weiß kaufen und später entsprechend noch ein anderes Cover dazu. Gehen wir ein bisschen um das Gerät außen rum, denn wir haben hier die üblichen Tasten von Nokia natürlich mit dabei, die ihr schon von anderen Geräten kennt, wie zum Beispiel immer dedizierten Kameraknopf, denn auch hier ist noch eine 5-Megapixel-Kamera mit dabei mit Blitz, ein An- und Ausschalter, entsprechend ein Lautstärkeregler, oben ein Kopfhöreranschluss. Auf der anderen Seite finden wir hier noch eigentlich gar nichts und auf der Unterseite muss man es natürlich auch laden können per Micro-USB. Auf der Rückseite habe ich euch schon gezeigt, hier haben wir den Lautsprecher, Kamera mit Blitz und wir können auch die Rückseite komplett abmachen. Das mache ich jetzt mal beim Weißen. Da hat sich es als recht einfach ergeben. Ihr müsst es ganz einfach so abziehen. So, kriegt es auch recht einfach ab, wie ihr sehen könnt. Es ist natürlich Polycarbonat, schön stabil, schützt auch die Ecken schön. Also wenn ihr es mal fallen lassen würdet, kein Problem. Hier seht ihr dann auch nochmal Kamera und Blitzlicht. Den Akku kann man nicht tauschen. Könnte man allerdings, glaube ich, wenn man hier das Plastik so ein bisschen abmacht, denn es scheint ein Akku natürlich hier noch etwas hervor. Und ansonsten haben wir hier den SIM-Karten-Slot, der Micro-SIM beinhaltet, beziehungsweise Micro-SD. Und ansonsten natürlich ein schönes Polycarbonat-Gehäuse, wie gesagt, das vor allem der Stabilität dient. Schauen wir uns ein bisschen die Software an, nachdem wir hier gleich das 925 noch mit dazu nehmen zum Vergleich. Das könnt ihr sehen, natürlich ein Premium-Gerät hier, was dann entsprechend doppelten Preis hat, nicht 2,99, sondern 5,99 als UVP, kann natürlich einiges mehr. Zum Beispiel, man kann hier auch noch Wireless Charging anschließen, wenn man möchte, per Dock. Das sieht man hier bei den drei kleinen Connectors ganz schön. Das sieht man, oder das hat man bei dem 625 leider nicht. Aber wir sehen können von der Größe her eigentlich recht ähnlich, auch was die Dicke angeht. Also wenn ihr etwas mehr Premium möchtet, dann auf jeden Fall das. Ansonsten hier haben wir einen 2000 mAh Akku drin, 512 MB RAM und das 4,7 Zoll Display hat eine 800x480 Pixel Auflösung. Was jetzt nach recht wenig klingt, denn es ist nicht Full HD oder HD, wie man schon von anderen Geräten kennt, aber auch so können wir eigentlich aus einer normalen Entfernung von jetzt zum Beispiel 30 cm, wie ich davor sitze, noch alles erkennen. Und ihr merkt auch, obwohl 512 MB nur drin ist als RAM und 8 GB interner Speicher, den ihr wie gesehen habt, per MicroSD erweiterbar ist, ist das Ganze hier wunderschön schnell, flüssig. Wir haben auch ein paar Spiele drauf, die könnte ich jetzt starten, aber ich möchte euch eigentlich nur einen kurzen Überblick geben. Hier zum Beispiel in der App könnte ich jetzt hier anfangen, was rumzutippen. Geht natürlich wie immer super schnell. Auch das Rotieren des Displays, kein Problem, schön animiert, sehr angenehm zu verwenden und generell das Handy fühlt sich auch vom Speed her, wie schon gesagt, eigentlich überhaupt nicht langsam an und auch die Kamera sehr gut verwendbar. Ich kann einfach hier die Kamerataste drücken. Und schon können wir hier im Biergarten, wo wir zum Beispiel sind, in der Münchner Innenstadt, anfangen, Schnappschüsse zu machen. Ganz einfach hier, wie ihr sehen könnt, auch das Display von links und rechts, beziehungsweise von oben und von unten noch sehr gut sichtbar. Leider ein bisschen spiegelnd, aber das ist ja bei jedem Display so. Dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, von oben und von unten drauf zu schauen. Es wird etwas dunkler, aber auch da kann man noch vieles erkennen und auch von unten noch recht okay. Nur der Tisch ist etwas dunkel. Ich kann die Kamera mal kurz umdrehen und hier seht ihr auch, dass die 1,2 Megapixel WGA Frontkamera noch wunderschön eigentlich Fotos machen kann und ihr nicht unbedingt das Ganze so umdrehen müsst, weil ihr würdet euch selber zum Beispiel auch gar nicht erst sehen. Aber mit der 10 Kamerataste ist auch natürlich dann ein Fotoschießen recht einfach. Bevor wir hier das Video beenden, vergleiche ich euch noch mal kurz das Produkt mit Gerät, die ihr schon von kennt von der Größe, wie zum Beispiel das Apple iPhone 5 in der Größe. Ich kann es auch mal hier kurz in der Dicke nochmal zeigen. Sie sind nämlich recht ähnlich. Ansonsten hier nochmal, natürlich größentechnisch gibt es ein bisschen einen Unterschied zwischen 4 Zoll und 4,7 Zoll, aber preislich, das iPhone kennt ihr ja schon. Und das Samsung Galaxy S4 seht ihr entsprechend hier auch nochmal mit natürlich auch wieder am doppelt so hohen Preis, aber ansonsten von der Größe her recht ähnlich, wobei in der Höhe hier das, oder generell in der Höhe das S4 ein bisschen größer ist und in der Breite eigentlich sind sie recht ähnlich, aber wie gesagt, Preis einfach doppelt so hoch und ist natürlich ein ganz anderes Betriebssystem. Hier habt ihr solche Premium-Features wie zum Beispiel Nokia Music und hier dabei, also kostenlose Map-Navigation weltweit, die auch offline verfügbar ist, wenn ihr vorher natürlich die Maps runterladet, was mit der MicroSD-Erweiterung natürlich kein Problem ist.
In Deutschland wird das Ganze vorerst in Weiß, Schwarz und Orange erscheinen, wie gesagt, für 92 Euro als UVP. Bald könnte der Preis auch noch sinken und weitere Farben sind wahrscheinlich dann auch verfügbar. Mein Name ist Balaschka, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt hier bei dem allerersten Hands-on des brandneuen Nokia Lumia 925, was im dritten Quartal erscheint. Wahrscheinlich nicht Ende September, aber jetzt schon ziemlich bald. Bis zum nächsten Mal.